so freue, ist, dass ich so viel kochen muss für 10 Personen. Das ist das Einzige. Hey meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Wie ihr gesehen habt, die Kinder sind weg. Die sind dieses Jahr wieder eine Woche im Ferienlager. Das gleiche, was die auch letztes Jahr gemacht haben. Ich hoffe, die werden eine schöne Woche haben. Das Schöne ist ja, die kennen ja schon da ein paar Freunde, was sie letztes Jahr sich kennengelernt haben und so weiter. Dementsprechend, ja, diesmal nicht nach Österreich, diesmal sind sie im Harz, das heißt zum Glück nicht so eine ganz lange Busreise, das war ja letztes Mal, da sind sie echt 11-12 Stunden gefahren, jetzt haben sie irgendwie, glaube ich, so eine 4-Stunden Busfahrt vor sich. Ja, und für mich und meinen Mann geht es dann morgen los, für uns dann die ganze Woche wieder nach Polen, wieder an die polnische Ostsee. Ich habe es euch ja erzählt, ne, ich wusste echt nicht, was ich suchen soll, ich habe einfach keine Ahnung, ich tue mich immer so schwer, irgendwas zu finden und da hatte ich überlegt und Türkei und hier und da und dann okay, so Flug organisieren und eventuell Mietauto, ist mir alles so kompliziert. Wir fahren an die polnische Ostsee, das ist 3 Stunden Autofahrt, das ist einfach so easy und es war auch so schön letztes Jahr, falls ihr die Videos nicht gesehen habt, ich verlinke sie nochmal unten in die Infobox. Es war wirklich sehr, sehr schön, deswegen wieder die gleiche Stelle, aber eine andere Unterkunft, einfach ein paar Häuser weiter, ist ein anderes, ja, eine andere Unterkunft einfach, die größer ist und ich hoffe schöner und auch mit einer Terrasse. Davor, wir hatten ja einfach nur so ein Zimmer, wo unser Bett direkt so an dieser fetten Aussicht war. Das ist auch eben die gleiche Reihe, halt direkt wirklich Meerblick und das ist einfach super schön zum Entspannen. Für mich dann die ganze Woche einfach nur chillen. Ich habe ganz viele Bücher, ich bin gerade wieder so voll im Lesen drin. Habe schon 2 Bücher durch, bin schon beim 3. Teil. Ich habe die innerhalb von 2 Tagen verschlungen. Also Buch lesen, wenn man ein gutes Buch findet, dann ist, ja, und das ist so für mich einfach dieses dann auf der Terrasse oder am Strand einfach sitzen und ein Buch lesen und einfach eine Woche entspannen. Kein Stress, dass ich für 10 Leute kochen muss, kein Hausarbeit, kein Putzen. Das ist einfach die Entspannung und das reicht mir auch. Ich brauche jetzt nicht irgendwie so viel Abenteuer und Dings, einfach so dieses Relaxen und dieses einfach dieses Meer und das Rauschen und einfach so direkt davor zu sein. Das ist für mich schön, aber da nehme ich euch ja eh mit. Also ich mache jetzt noch ein bisschen Hausarbeit. Ey, ihr werdet es nicht glauben, ne? Falls ihr letzte Woche das Video gesehen habt, habt ihr gesehen, wie fett mein Wäscheberg war. Ich habe es einfach geschafft, die Woche alles zu waschen mit einer Waschmaschine. Die eine ist ja kaputt, die andere habe ich trotzdem. Ich war so fleißig, ich bin die ganze Zeit hoch und runter geflitzt. Die Kinder haben auch ganz gut geholfen, aufgehangen und so weiter. Und ich habe es echt geschafft, weil ich wusste, denn jetzt, wenn wir dann nächste Woche alle wiederkommen, beziehungsweise am Wochenende, also ich und mein Mann kommen Samstag wieder und dann müssen wir auch direkt dann die Kinder auch abholen. Und ich weiß, wir werden alle mit dreckige Wäsche zurückkommen. Die Kinder mussten ja auch Bettwäsche und so mitnehmen. Das heißt, wenn wir alle zurückkommen, ist dann wieder ein Riesenberg. Deswegen bin ich so froh, Alhamdulillah, dass ich diesen Berg bezwungen habe und unten alles frei ist und wir dann mit unseren Wäschebergen wiederkommen können. Ja. Ja, wir wollen aber vorher noch mal ein bisschen was einkaufen, weil wir haben ja da auch eine Küche und ist ja halt mit Selbstverpflegung. Also ich werde jetzt nicht jeden Tag da draußen essen. Ich meine, da ist ein leckeres Fischrestaurant. Ich denke schon, dass wir da regelmäßig Fisch essen werden, aber so irgendwie ein bisschen Einkauf, immer so Kleinigkeiten. Ich meine, für mich ist es für 2 Personen zu kochen, ist gar nichts. Also das ist für mich so, das ist so 2 Minuten Arbeit im Gegensatz zu für 10. Müssen wir mal gucken, ein bisschen Gurken nehme ich mit. Vielleicht nehme ich auch ein paar Bohnen, Stangenbohnen sind nämlich schon ready. Und ich habe Miriam gefragt, ob sie hier die kochen will. Sie übrigens genießt die Woche hier. Also falls ihr euch fragt, ne, was macht Miriam, was mit den Katzen. Miriam ist hier und ihre Cousinen ziehen so lange ein. Ja, ihre 3 Cousinchen 5. Grades. Und die machen hier einen auf WG. Also ja, die übernehmen die Bude. Werden die hoffentlich auch ein bisschen Spaß haben hier alleine ohne Eltern. Und ich mache mich jetzt an die Arbeit. Wir nehmen unsere Gurken mit nach Polen. Tomaten sind endlich überall große Tomaten, aber da hinten werden erst die ersten rot. Also wenn wir wiederkommen, dann haben wir auch richtig Tomaten, inshallah. Wenn du drückst und dieses Schwarze da lang machst, dann brauchst du nicht mehr den Tomaten. Du gehst hier durch, guck mal. Immer darunter, keine Blätter, keine Blätter. Guck, so. Und diese Dings braucht sehr viel Wasser, indem du schön unter die Wurzeln. Unter die Wurzeln. Du musst Vaters Gartenarbeit übernehmen. Wie so eine Badewanne, guck mal hier, damit das Wasser nicht überall wegläuft, wie die Peperonis. Hier, diese Stelle bis hier. Dann hält er das Wasser hier. Für die. Einmal machst du so einmal rum. So. So, ne? So, das riecht.
Schöne. Einmal die Badewanne, so schön. Und das war's. Schöne Butter, die Katze. Wir werden dann auch mal schön den Kasten so voll machen. Und dann haben wir noch mehr Kuchen wieder. Oh, wie schön. Hast du ein Handy gelegt? Meriem, bak einmal hier. Kırmadım bak bunlar Knoblauch. Birden burada oldu. Oh mein Gott, wie schön das aussieht. Görüyor musun? Ja. Oldu mu? Buradan geç, bu taraftan da. Bak bunların iki tane bu dahliye var. Birlerini dolduruyoruz orada. Arkada badevanesi var. Doldu burayı işte şu. Çok das fazla. War's. Meryem, ist doch gar nicht so viel, oder? Nee, gar nicht. Ja. So, şimdi şlauchu istersen burada bırakayım. Sen bu taraftan başlarsın. Tamam. Evet. Hadi kedilerin medikamenti unutma. Katzenklo unutma. Biliyor musun? Klo unutma. WhatsApp'tan arayacağım zaten. Und das auf FaceTime, dann zeigst du mir die Wohnung. Ja. Das war's. Erreichbar, oder? Ja, okay. Ups. So, let's go. Käfir für. Wir sind angekommen. Mein Akku war leer, deswegen konnte ich gar nichts mehr filmen. Aber ja, wir sind gut angekommen. Es hat zwischendurch super doll geregnet. Also da mussten wir richtig langsam fahren. Jetzt habe ich den Akku gewechselt. Wir packen hier erstmal aus. Oder? Was? Zwischendurch? Konstant war es 2 Stunden. Ja, okay, doch, ja. Es hat die ganze Zeit geregnet. Ja. Und wir haben leider Pech, die Kinder halt auch. Wir haben jetzt kein gutes Wetter diese Woche. Aber gut, was soll man machen? Ihr hört ja schon im Hintergrund das Meeresrauschen. Ich zeige euch gleich noch eine kleine Roomtour, bevor ich ja alles chaotisch mache. Aber ich packe erstmal in Ruhe aus. Und dann, ja, gehen wir erstmal was essen in Ruhe und dann machen wir einen kleinen Einkauf. Ein bisschen Wasser haben wir hier. Wir haben eine kleine, was ist denn das für eine Kaffeemaschine? Eine Nescafé Dolce Gusto. Ich habe ja eh meinen Matcha dabei. Ich habe meine Hafermilch dabei. Ich habe natürlich mein Kefir dabei. War ein bisschen anderer Background, ne? Blau. Kefir habe ich natürlich mitgenommen, weil wir trinken den ja natürlich jeden Morgen. Der darf hier jetzt in der Ecke stehen. Ich habe sogar mein Sieb mitgenommen, damit ich mein Kefir, ne, durchsiebe und so weiter. Mein Mixer habe ich sogar mitgenommen. Hier. Das Wichtigste habe ich da. Und den Rest kaufen wir noch ein. So, aber erstmal auspacken. Meine Mission für diese Woche ist lesen. Ich weiß nicht, ob ich das alles schaffe in einer Woche, aber ich wollte auch nur mal sicher gehen, weil ich habe zum Beispiel diese Reihe von den Büchern hier, das ist jetzt der dritte Teil. Ich habe das jeweils an einem Tag fertig gelesen, weil das so spannend ist. Und jetzt bin ich ja bei Teil 3 angekommen. Deswegen weiß ich nicht, wenn ich die so verschlinge, wollte ich mal auf Nummer sicher gehen. Aber ja, meine Mission ist es einfach lesen, entspannen und dieses Meer rauschen und diesen Anblick genießen. So, dann fangen wir mal an hier im dunklen Flur. Und zwar geht es hier rein. Erstmal hier in so einem kleinen Flur. Tür zu. So. Okay, also hier ist was zum Aufhängen ganz praktisch. Finde ich auch ganz schön so hier, dass hier ein großer Spiegel ist. Das finde ich nämlich ganz wichtig, dass man einen großen Spiegel hat, um sich hier ja, anzugucken, bevor man rausgeht. Das finde ich ganz süß hier. Und dann steht man auch schon direkt in der Küche. Ja, da braucht man nicht viel sagen. Einfach für 2 Personen vollkommen ausreichend, um sich schnell was zu kochen. Hier ist eine kleine, ja, Mikrowelle, würde ich sagen. Ich habe auch schon überall reingeguckt. Das kann ich natürlich nicht sein lassen. Töpfe, Pfannen sind da. Muss ich wahrscheinlich nochmal vorher sauber machen, bevor ich da was benutze. Ja, alles ist vorhanden. Eine Schüssel, Werkzeug, Besteck, alles, was man braucht. Kleine Spülmaschine, das hatten wir in einer anderen Unterkunft auch so. Hier ist so eine Mini-Kaffeemaschine. Und eben ein kleiner Kühlschrank. Das sind unsere Gurken, Kefir, Wasser und hier unsere Blümchen aus dem Garten. Die mache ich dann wahrscheinlich morgen. Ich gehe noch einkaufen, ein paar frische Tomaten und dann mache ich hier einen kleinen Einkauf für uns.
Und dann geht es hier auch direkt schon ins Badezimmer. Licht an. Auch einfach Standard. Ich habe gleich gemerkt, ich finde hier fehlen Haken. Hier ist nur ein Haken und sowas finde ich auch nicht schön. Okay, Besen kann man gebrauchen und einen Wischmopp, aber warum liegt das hier? Sowas mag ich überhaupt nicht. Da war nicht sehr kritisch. Großer Spiegel, sehr schön. Ist okay. Ich kann mit leben, sonst müsste ich hier noch anfangen nachzuputzen. So, und dann haben wir hier den Wohnzimmerbereich. Eben mit der Couch. Hier ist alles eben in diesen Blautönen. Finde ich eigentlich ganz schön, so maritim. Couchtisch, Fernseher. Das sieht schon schön aus. Ich finde auch die Tapete schön. Also es wirkt schon sehr edel mit dem Gold und dem Blau und dem Samt und so. Und dann das hier. No go. Macht total kaputt alles. Und dann geht es hier auf die Terrasse. Ja, das ist der Heatmap. Der war mit im Interieur, mit inbegriffen. So, und dann geht es hier raus auf die Terrasse. Das finde ich ganz schön, dass wir diesmal eben eine Terrasse haben zum Rausgehen. Und ich nicht nach oben muss. Also man kann hier auch mit dem Fahrstuhl nach oben fahren. Auf die große Terrasse, da gehen wir bestimmt auch nochmal rauf. Die Abendsonne oder so genießen. Und dann gibt es hier anscheinend noch so Strandstühle. Können wir ruhig uns diese Stühle mitnehmen, ne? Wenn wir dann unten sitzen wollen. Ja, und dann ist hier so diese Terrasse zum Sitzen, was ein bisschen schade ist, das hat man nicht gesehen. Also man kann da doch schon bei den Nachbarn reingucken. Finde ich nicht so toll, dass man da so gut durchgucken kann. Ist ein bisschen schade, aber okay. Und dann eben, ja, der unbezahlbare Ausblick, den wir schon von letztes Jahr kennen, ist einfach fantastisch. Und die Unterkunft, die wir ja letztes Jahr hatten, die ist einfach daneben an. Der Regen hat jetzt auch aufgehört, deswegen düsen wir am besten gleich los. Vorhin hat es ja noch geregnet. Ja, aber schön, kann man hier schön sitzen, sich hinsetzen und dann einfach so Buch lesen und das Meer genießen. Das ist einfach mega. Hier so, ne? Das ist schon schön gemacht, ne? Aber ich finde, die passt auch. Nee, ich will das am liebsten in den Schrank packen. Das stimmt. Nein, das ist so ein grün, so ein schönes Grün. Nein, das sieht so Schrott aus. Das ist so Schrott. Guck doch mal, dieser eklige Plastik und dann so voll verstaubt. Ja, trotzdem passt es irgendwie schon. Nee, also gibt es bei Ikea schönere Plastikpflanzen, wenn man schon Plastik hinstellt. Achso, hier ist ja so der Essbereich. Und das ist auch ganz schön. Die Couch ist auch, soweit ich weiß, ausklappbar, weil man kann das Apartment, also auch bis zu 4 Personen ist das, weil das ist ein Schlafcouch. Ja, das ist ganz schön hier, dass man wirklich einen Esstisch hat. Und dann ist hier das Schlafzimmer. Was ein bisschen schade ist, dass die keine Gardinen zum Abdunkeln haben. Ich meine, ist ganz gut, muss man ja auch nicht lange schlafen, aber müssen wir mal gucken. Ich weiß, dass die Sonne eh von der anderen Seite aufgeht. Das heißt, hier wird es dann nicht ganz, also wird nicht direkt die Sonne reinknallen, das weiß ich. Aber trotzdem, finde ich, gehört das schon in einem Schlafzimmer, dass man hier abdunkeln kann. Ja, also Bett ist ein bisschen klein, ist okay. Also ja, Fernseher ist halt da und eben Schrank, da habe ich schon alle Sachen reingepackt. Hängt schon alles. Das ist sogar ein Staubsauger, finde ich ganz gut, ne? Gerade so, wenn man vom Strand kommt und vielleicht dann neben Sand auf dem Boden ist. Ist das schon praktisch, sogar ein Bügeleisen, wobei ich meinen Dampfglätter mitgebracht habe. Ja, und das war's. This is the home tour. Wir waren Fisch essen und dann waren wir einkaufen. Wir waren bei, wo waren wir? Dino einkaufen, ne? War jetzt nicht so eine große Auswahl. Ich muss dann nochmal die Tage nochmal gehen, weil ich habe jetzt nicht so eingekauft, was ich jetzt so zum Essen machen kann. Wir haben jetzt hier Schwarztee fürs Frühstück. Dann ein bisschen was zu knabbern. Muss ja auch ab und zu sein. Dann zum Frühstück. So ein, das ist dieser polnische Kartoffelsalat, also Gemüsesalat nennt sich das, ja. Mit Mayo und Ei, schmeckt lecker. Butter fürs Brot. Dann nochmal Küchenrolle. Weil hier ist halt nur eine, wird wahrscheinlich nicht reichen. Noch ein bisschen Chips. Zum Nachtisch leckere Plunderschläfchen. Och, ich liebe ja polnisches Gebäck, ne. So, schaut mal, wie das aussieht, so eine Plunderschleife, ne. Einfach so ein Hefeteig und dann drinne so eine Marmelade und einmal mit Pudding. Das ist der Nachtisch. Dann einmal Feuchttücher, die waren eigentlich fürs Auto, glaube ich, ne? Dann Brot. Das war dann so aus der Abteilung, das war dann so aus der frischen Theke sozusagen.
Das war noch warm. Ich habe so geguckt, so nach vollkornmäßigem Brot. Ich glaube, so, das war das Beste, was ich finden konnte. Das andere sieht so aus. Dann ein paar Tomaten. Einmal für morgen, für die Tasepasulie, die ich mache. Und einmal so zum Frühstück. Eine Mango, die mache ich im Kühlschrank. Käse. Ach, polnische Käse ist einfach das Beste. Eier für Frühstück oder so zum Abendessen. Kommt auch im Kühlschrank. Nochmal Gewürze. Einmal scharfe Paprika und einmal Pfeffer. Salz habe ich. Olivenöl, um zu kochen. Gefrorene Himbeeren, gefrorene Kirschen und gefrorene Erdbeeren für den Fruchtkefir, den wir morgens immer trinken. Nein, aber ich will doch nicht die ganze Zeit was draußen essen. Hier ist es auch so, hier gibt es auch gar nicht so was Gesundes. Hier ist alles so Fast Food. Nein, das Ding ist, hier gibt es nichts Gesundes. Hier ist alles so Fast Food. Hier ist über Pizza, hier unten ist Döner. Zitronen für mein Zitronenwasser morgens. Tomatenmark für das Essen zum Kochen. Ein paar Nektarinen. Milch für den Kefir. Und einmal Kartoffeln. Ja, mache ich wahrscheinlich ein paar Kartoffeln zu dem Tagespapier. Das war der kleine Einkauf. Aber wir gehen auf jeden Fall dann übermorgen oder so nochmal einkaufen. Und jetzt ist bald gleich Sonnenuntergang. Ich soll den Sonnenuntergang genießen. Ab auf die Terrasse. Wasting money on cures. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Then why is it so? Ja, ich weiß gar nicht, ob man mich hört, weil das Meeresrauschen ist da und Musik läuft. Halt, hier sind ja halt unten Cafés und da läuft halt so Musik, laute Musik. Aber ab 22 Uhr ist hier wirklich Ruhe. Das ist ganz gut. Deswegen, ich warte jetzt noch. Ist mir jetzt gerade ein bisschen zu laut zum Lesen. Ich trinke meinen Tee. Miriam hat angerufen. Wir sind ja, als wir hierher gefahren sind, wir haben ein bisschen länger gebraucht sogar, weil es hat so doll geregnet, habe ich glaube ich gesagt, ne? Und dann hat Maria mich angerufen, das heißt, dann ist es von Polen und dann auf dem Weg bei uns und dann ist es erst in Berlin angekommen. Und dass es auf einmal von der Decke getropft hat, von der Wohnzimmerdecke. Und ich so, ja, da musst du gucken in den Zimmern bei euch oben, das muss von da irgendwo kommen. Sie hat geguckt, nein, jetzt wissen wir nicht, von wo das Wasser gekommen ist. Keine Ahnung, aber als der Regen aufgehört hat, hat das auch aufgehört. Von daher, hoffentlich sind da jetzt keine weiteren Schäden. Heute ist Mittwoch. Genau, gestern sind wir gar nicht rausgegangen. Jetzt gehen wir noch mal kurz was einkaufen. Wir haben ja nicht so viel eingekauft. Genau, und dann gehen wir eine Runde am Strand spazieren. Heute war es wieder super windig und bewölkt. Und es ist auch nur 18 Grad. Deswegen bin ich heute ein bisschen, ja, mir noch eine Weste rübergezogen, damit es nicht ganz so kalt ist. Ja, Wetter spielt leider nicht so mit, aber ja, ist trotzdem schön. Und deswegen einkaufen, kleinen Strandspaziergang und dann schauen wir, dass wir draußen irgendwo was essen. Genau zum Abend kommt jetzt ein bisschen die Sonne raus. Also es ist irgendwie, gestern Abend war es auch schon so und jetzt ist es auch so. Also genau jetzt kommt die Sonne raus. Da ist sie, die Sonne. Ich war noch nie bei einem polnischen Lidl, deswegen bin ich mal gespannt, wie es da so aussieht. Gehen wir mal zusammen hin. Dino waren wir ja letztens einkaufen, im anderen. Hier ist alles voll viele, ne? Dino. Dino ist zwei, drei alles so in der Nähe und Biedronka auch. Das sind Dino, ja so die Polo, Biedronka. Ja, also Dino und Biedronka sind auch immer die Supermärkte, wo ich und meine Mama dann immer einkaufen. Sieht ja aus wie bei uns der Lidl, ne? Guck mal, Messala, die Himbeeren sind um das 1 Euro. Das ist günstig. Naja, Bio-Bananen sind fast 2 Euro. Also, das ist nicht so. Heidelbeeren. Was ist denn das? Das ist nicht so günstig. Heidelbeeren. Bio-Heidelbeeren. Ja, Bio, 1 Euro. Das ist ja nicht viel, was jetzt kostet. Ja. Aber das ist Bio. Ja, ja, Bio ist immer allerdings teuer. Guck mal, Mango, richtig teuer. 12 Stotti. Das ist fast 3 Euro. Aber ist das Kilogramm, ach so, aber Kilogramm, nicht Stück. Das ist Kilogramm. Ja, aber ich habe noch so viel andere gefrorene Früchte gekauft. Olsen, Mango, Gesende. Ja, da musst du aber eine schöne Weiche nehmen. Hier.
Ja, wir haben heute Morgen den Kefir mit einer richtig schönen Mango getrunken. Den hatte ich gemerkt, ja, es war so lecker. Der ist gut, ne? Ja, der ist gut. Ja. Eine Avocado zum Frühstück. Ist ja noch mit Jumurta morgen aufs Brot. Ja. Soll ich uns vielleicht morgen einen Salat mit so Lachs oder so machen? Und Bratkartoffeln? Dann nehme ich, würde ich Salat mitnehmen. Guck mal, das ist zum Beispiel günstig. Croissant Yermis? Nee, die essen kein Croissant. Nein. Ja, also hier gibt es zwar richtig so Lidl-Produkte, die wir aus auch Deutschland kennen, aber halt auch so polnische, klassische Sachen. Ne, also hier gibt es beides. Zum Beispiel auch hier waren Pierogi, habe ich gesehen. Hier sowas. Obwohl gibt es, glaube ich, bei unserem Lidl auch manchmal. Willst du was Süßes? Nee, ne? Ja, was ist denn lecker polnisch? Ne, ich mache immer so diese Waffeln und so. Das ist so immer, was ich so gerne mag. Zum Kaffee. Sowas. Ja. Die Röllchen sind lecker. Diese Röllchendinger. Ich habe hier nochmal so eine Gusseisen. Aber ist das? Ja, das müsste Gusseisen sein. Nochmal so eine Form entdeckt. Ich überlege, ob ich die mitnehme. Oh, weil ist klein. Ne, ist genauso wie meine, die ich habe. Weil es ist umgerechnet 32 Euro. Ich habe ja meine 50 Euro gleich bei Amazon gegeben. Naja, gut. Ist ja auch nicht nötig. Jetzt können wir lassen. Also morgen mache ich uns einen Salat. Heute essen wir draußen. Dann mache ich morgen uns Salat mit Lachs. Und guck mal, was wir noch so finden. Die Sandal haben wir dann mehr nötig. Weiß ich nicht. Ich will gar nicht sehen, ja. Also ist schon günstig für so ein Kilogramm Honig. Ja. Umgerechnet 5 Euro oder so, ist ganz okay. Ich nehme mal noch eine Hafermilch mit für den Matcha. Da ist nicht mehr so viel. Oh, das ist ein Pigment. Guck mal, das ist meine Kindheitseis, ne? Sowas, wie so ein... Wie so ein Stück Butter. Einfach dieses Sandwich-Eis. Es ist bis heute einfach mein Lieblingseis, dieses. Bei uns in Deutschland gibt es die auch so. Dann ist es dieses russische, sagen die dann dazu. Nee, esse ich nicht. Ja, ne, das ist nämlich Sahnegeschmack. Das ist halt kein Vanille, sondern Sahnegeschmack. Das ist halt das Leckere daran. Nicht halt. Wann denn? Gleich. Na gut, come on. Ist klein. Nehmen wir zwei mit. Was ist das? 2,49. Oder da war? Ah. Ich glaube, das ist noch leckerer. Costa Vienio. Ich glaube, der ist noch besser. Ja, nimm mal den zwei davon. Da hinten ist noch versteckt. Ja. Oh, das ist mein Favorite. 10 Zloty. Das muss mit. Das muss man. Ja. Hat die aber auch geschmeckt. Das ist jetzt Sahnegeschmack. Ist ein Hunky Band den letzten Mal? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Vanille? Das ist jetzt Sahne. Haben wir den Spaziergang machen? Kommt jetzt, glaube ich, gerade das Gewitter hier rüber. Oh, jetzt kommt. Oh, ich glaube, das wird nichts. Na gut, dass wir nicht losgegangen sind. Stell dir vor, wir wären so eine halbe Stunde früher losgegangen und wären dann so gelaufen, dann wären wir im Ring gelandet. Ja, aber das ist irgendwie diese eine Wolke. Die wird aber, glaube ich, vorüberziehen. Und 10 Minuten später knallt die Sonne wieder. Der Regen ist vorbeigezogen. Man sieht es, das ist richtig da nach hinten gezogen. Hier ist wieder alles schön. Ja, hallo.
Naja, also warm ist es jetzt nicht, aber eiskalt jetzt auch nicht. Ja. Es geht. Oh, gerçekten güzel bir resim ama. Kuckuck. Ja, schön hier, ne? Ja, Panorama yaptım, ne? Jetzt wieder zurück. Hui! Meine Lieben, 5 Tage sind um. Viel habe ich euch nicht mitgenommen, aber wir haben wirklich einfach nur entspannt. Und ich habe 2,5 Bücher gelesen. Ja, ich war überhaupt nicht am Handy. Also das war richtig, für mich war das richtig ein, keine Ahnung, wie man das nennt, Elektrosmog-Detox oder so. Ich war null am Handy. Ich war überhaupt nicht auf Instagram, nicht auf YouTube, gar nichts. Ich habe keine YouTube-Videos geguckt, keine Filme, nichts. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelesen. Bevor wir überhaupt hergekommen sind, hatte ich schon 2 Bücher gelesen. Ja, also ich habe nach 2 Wochen 4,5 Bücher gelesen. Meine Güte, wow. Ich bin ja eine richtige Leseratte. Also, ich soll die Sachen aus der Küche einpacken. Dann geht's ab nach Hause. Es ist jetzt nämlich gleich 10 Uhr. Wir haben ja so 3 Stunden Fahrt ungefähr. Vorher gehen wir nur noch ganz kurz nochmal, ja, eigentlich nur Käse einkaufen, vielleicht ein paar Süßigkeiten für die Kinder, ein paar Snacks und so weiter. Und dann geht's ab nach Hause, weil die Kinder kommen ungefähr 14:30, 15 Uhr aus ihrem Ferienlager zurück. Deswegen muss ich erstmal nach Hause, Sachen nach Hause bringen und dann nochmal das zweite Auto schnappen und dann die Kinder abholen. Los geht's. Wir haben jetzt noch bei Biedronka Einkauf erledigt. Das hat jetzt so 120 Euro gekostet. Wir haben hier einen ganzen Sack, ich glaube, es sind 15 Kilo oder so Kartoffeln. Brot habe ich eingekauft. Ja, am meisten eigentlich so die polnischen Kekse und Snacks. Oh, das sind die besten Kekse ever. Das lieben die Kinder. Brot, dann hier so Gebäck. Für heute, wenn die Kinder wiederkommen. Typisches, klassisches polnisches Gebäck. Dann ganz viel Butter. Hier ist auch hier günstig. 10 Butter. Ich glaube, eine war knapp über 1 Euro. Und ja, so Brot, Gebäck und am meisten hier ist alles voll mit Süßkram und einen ganzen fetten, fast 4 Kilo Käse. Ja, das muss natürlich mit. Geht nicht ohne. Die sehen aus wie so Malteser-Kekse. Richtig gut aus. Wir stecken sowas von im Stau. Und das am Samstag, keine Ahnung warum. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht okay, wenn wir Sonntag zurückgefahren wären, weil dann irgendwie alle Montag zu Hause sein wollen oder so, keine Ahnung, zur Arbeit oder so, aber warum am Samstag? Was ist los heute, ja?
wir sind gerade, wie sehe ich denn aus? Wir sind gerade richtig kaputt. Wir sind doppelt so lang gefahren als nötig. Also 3 Stunden eigentlich normalerweise so der Weg. Wir haben jetzt 6 gebraucht, weil es war Katastrophenstau. Ich weiß auch nicht, was da los war. Die Kinder sind schon zu Hause. Die wurden abgeholt von unserem Bekannten. Der hat zum Glück ein großes Taxi. Der ist Taxifahrer, der hat einen 8-Sitzer. Und hat die nach Hause gefahren. Ich denke, die... Oh, Tofu ist sogar in der einen Woche gewachsen. Und die verstehen sich mittlerweile sehr gut zu dritt, ne? Ja. Also sie und Blackie, die machen richtig immer Dings Faxen, ne? Die spielen immer Fang miteinander. Und sie mit Luna ist so normal. Oh, hier gibt ihr was zu essen. Okay. Also, wie ihr gesehen habt, sind wir ja gestern angekommen. Ich habe gar nichts mehr mitgefilmt, weil die Mädels waren schon ja ausgezogen. Die hatten sich schon bequem gemacht und so weiter. Wir haben uns natürlich gefreut, dass wir uns wieder gesehen haben nach einer Woche. Und ja, dann haben wir schön zusammen gesessen und ganz viel gequatscht. Und jeder hat erzählt, was er so erlebt hat. Ja, wir hatten auf jeden Fall alle Spaß, das ist schön, das freut mich für die Kids. Die können das nächste Jahr kaum erwarten. Die hatten auf jeden Fall Spaß und viel Action im Harz. Und ich habe jetzt nicht so viel gevloggt und euch nicht so viel Infos gegeben. Falls ihr noch mehr Infos braucht über den Ort, wie das denn da war mit Kopftuch so in Polen an der polnischen Ostsee und so weiter, schaut euch ruhig den Vlog von vom letzten Jahr an. Den habe ich euch unten in die Infobox verlinkt, weil da habe ich so auch ein bisschen mehr Infos gemacht und auch gerade eben dieses Thema angesprochen. Also falls diejenigen, die das noch nicht so mitbekommen haben, könnt ihr gerne dort vorbeischauen. Da habe ich das ein bisschen ja, mit eingearbeitet, dieses Thema, weil ich gesehen habe, dass auf Instagram wieder hier und da gefragt wurde. Ansonsten ja, tut es mir sehr, sehr leid, dass ihr ja so lange kein Video bekommen habt. Ich habe das eigentlich gar nicht geplant. Ich nenne es mal die ungeplante Sommerpause, die stattgefunden hat. Ja, es war halt einfach auch mal nötig, auch nichts zu tun und ja, auch wenn es für euch doof ist, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man auch mal ein oder wie in dem Fall 2 Wochen YouTube aussetzt. Aber dementsprechend bin ich fit und motiviert und freue mich, euch jetzt wieder ganz normal in den Alltag mitzunehmen. Ich starte auch direkt schon den neuen Vlog und ja, es ist viel zu tun. Im Garten hat sich viel getan. Es gibt viel Gemüse, das... Ja, gekocht, verarbeitet und ja, irgendwie wintermäßig eingelegt oder eingekocht werden muss. Da nehme ich euch natürlich mit und ansonsten schauen wir, wie wir den Rest der Ferien mit den Kindern so nutzen, was wir alles so machen können. Falls ihr Ideen habt, könnt ihr das gerne in die Infobox schreiben. Anregungen hier in Berlin, gerade so mit Jugendlichen, ne? Nicht mehr mit Kindern, mit kleinen Kindern, sondern mit Jugendlichen, was ich so mit denen alles machen kann. Hier und da habe ich schon ein paar Ideen, aber eure Anregungen sind natürlich immer hilfreich. Vielleicht ist ja das ein oder andere noch mit dabei, denn ich muss die auch ein bisschen fit halten, die faulen Teenager. Ne? Die sind ja jetzt gerade in so einer Phase, am besten entweder nur zocken oder liegen und lesen, aber nee, müssen auch ein bisschen uns bewegen, ne? Also, in dem Sinne hoffe ich, das Video hat euch dennoch gefallen. Über einen Daumen hoch und eure Anregungen freuen wir uns immer. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das sehr, sehr gerne. Aktiviert auch die Benachrichtigungsglocke, um auch das nächste Video nicht zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann!